Mondkalender für Donnerstag und Freitag, der 10. und 11. August. Abnehmender Mond in den Zwillingen. Tagesstimmung. Rasch durchschauen Sie die Ziele und Absichten anderer und ziehen Konsequenzen. Fordern Sie Menschen, bei denen Sie sich unsicher sind, zu klaren Stellungnahmen auf. Zwischenmenschlich. Wenn Sie den Drang verspüren, im Kollegenkreis aufzuklären und auf Wichtiges hinzuweisen, lassen Sie das. Einige empfinden das derzeit als nervig. Das Gefühl kommt auf, dass sie sich in alles einmischen wollen oder meinen, alles besser zu wissen. Gesundheit. Wetterumschwünge können Rheumatiker jetzt belasten. Schütteln Sie Ihre Hände und Arme bei monotonen Tätigkeiten öfter locker aus. Handmassagen und Atemübungen verhelfen uns zu Wohlbefinden. Haushalt. Ein guter Zeitpunkt für Malerarbeiten. Sie können auch sehr gut Fenster und Spiegel putzen und Staub wischen. Aber natürlich begünstigt der abnehmende Mond auch alle anderen Reinigungsarbeiten. Ernährungstipp: Die meisten Ernährungsratschläge werden doch nach wenigen Wochen oder Monaten schon wieder relativiert. Was bringt es also, jedem neuen Superfood-Hype zu folgen? Zusätzlich zur endlosen Reihe der Crash-Diäten plagt uns regelmäßig die Berichterstattung über Studien, die nur einzelne Stoffe untersucht haben. Deren Ergebnisse sind oft nicht viel wert, weil sie entweder nur durch Tierversuche belegt sind oder von viel zu hohen Dosen ausgehen, die mit normaler, gesunder Ernährung gar nicht zu erreichen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch Licht und Liebe, eure Mrs. Heaven's Gate.